Freust du dich denn schon, Fabian? Auf wie broken der. Wie broken der Fighter jetzt wird? Ja. Das ist nicht mehr die Frage, wie gut die werden. Gerade abwehren. Wie broken wird der im Vergleich zu den anderen? Ja. Ja. Das wohl war. Also das ist die erste, die rausgekommen ist, die sie gemacht haben. Da bin ich mal gespannt, wie es dann mit den anderen weitergeht, nachdem wir jetzt dann den Fighter gehört haben. Das, das wird auf jeden Fall zuckersüß, denke ich. Also es, ich hoffe, die werden auch so ein bisschen die Subclasses vom Fighter Dash vorstellen. Das wäre cool. Würde ich auf jeden Fall feiern. Wenn das gemacht werden würde. Und erwähnt wird, aber ich glaube nicht, dass wir jeden einzelnen durchgehen werden. Ja, nee, die halten ja sowieso alles immer sehr grob. Ne? Okay. Weil sie wollen ja noch, dass die Leute auch die Core Rule Books kaufen. Wie manche auch, das vielleicht auch schon gepreordert haben. Aber die Info, die sie raushauen, die sind schon sehr happig. Ja, schon. Ja, also gut, also sie hauen aber im Vergleich dann doch ziemlich viel Info, glaube ich, raus. Ja, also ich glaube, wir hauen auf jeden Fall ein bisschen was. Im Tag ist ein Shit raus, also das offensichtlich der größte Unterschied macht, aber diese ganze kleinen Feinerungen halt. Also. Ja, das wird dann nochmal. Das wird dann nochmal so ein Ding. Gut. Da hätte ich ja fast behaupten, ich starte mir sogar direkt hier rein. Also Musik im Hintergrund ist aus. Muss nur noch gucken, dass das dann auch vom Sound her passt, aber das wird schon irgendwie. In addition to being one of the most popular classes in 5th edition D&D, is also one of the oldest classes. This is the person who essentially you can put any weapon in their hand and they know how to use it and they know how to use it well. And if you look at the new player's handbook, the fighter and I think the ranger, they are sort of neck and neck in just the number of brand new features that they get in this book. Right. All the baseline goodies are still there, extra attack and it increasing, action surge, etc. Mm-hmm. This is just how much that is brand new in the fighter. Right. That is being joined with the features that the class had before. First off, of course, weapon mastery, brand new. Also, fighters now get a feature called Tactical Mind, which allows them to expend uses of their second wind when they fail an ability check to roll a die, add it to that check, and try to turn their failure into a success. Now, we were able to introduce this new feature because we also enhanced second wind so that fighters can now use it more often than they used to be able to. Right. And as fighters go up in level, their number of second... Wait. Ihren second wind mehr benutzen? Aber jetzt, also, die können das doch, die können das doch jetzt einmal pro Short Rest machen. Das ist doch schon relativ viel, oder? Ja, aber... I mean, es ist gut, dass es guter Heal. Ja gut, wenn sie jetzt aber noch einfügen, dass du das Anascha benutzen kannst für den Roll verbessern. Ja, dann brauchst du halt schon mehr Uses dafür. Dann musst du das halt schon erhöhen. Ja, aber dann können, aber dann können sie nicht hingehen und können dem wirklich, also dann können sie den Heal, glaube ich, nicht so lassen. Also das wäre echt broken, so wenn, also das ist ja ein D10 plus das Level. Ja? Mhm. Und der ist ja schon gut. Also. Du musst aber im Verhältnis sehen, die Gegner sind ja auch automatisch alle stärker. Und durch die ganzen Dinger sind ist ja viel mehr Damage jetzt drin als vorher. Und das muss ich auch irgendwie ausgleichen können. Mm. Also ich finde, wenn die Heals jetzt aber auch so bleiben wie jetzt, da komme ich mit dem Healen gar nicht mehr nach, weil dem ganzen Damage, wo jetzt drin ist. Ja, das, was mich halt, also wo ich halt gerade drauf so ein bisschen hoffe, weil das ist ja noch nicht so wirklich im Gespräch drin gewesen, was neu an den Monstern ist. Ja? Mhm. Hoffentlich haben sie dazu auch noch ein bisschen was raus. Aber ich hoffe, dass sie die Monster angepasst haben, weil wenn sie die Monster nicht angepasst haben, dann rennst du einfach nur drüber. Die müssen alles anpassen, eigentlich. Also, du kannst ja kein Damage anpassen und alles andere so belassen. Ja, deswegen. Also eigentlich
Ja, muss ja ein bisschen mehr was angepasst worden sein. Naja, bin ich When gespannt. uses increases, which means not only do they now have more uses to use on their self-healing, which is what Second Wind could do previously, but now they can also use it on tactical mind to try to turn again failed ability checks into successful ones. And that's very much on theme with fighters. Like, they persevere, and it may not just be to like heal up and get into the fight again. It may be to like you're trying to grasp for something, or you're trying to do this one thing with the last bit of strength in you. Absolutely. And also, tactical mind is part of our effort to give the fighter also some special capability in situations that might not be combat. Most of the fighter's abilities are naturally combat oriented. It's in the name. They're all about fighting. But nonetheless, we in every class, as we revisited it for the new player's handbook, made sure that every class had something that they could bring to the table also outside combat. And so tactical mind is a big option there, again at level 2. At level 5, they get tactical sh Gut, da muss man sagen, das stimmt halt schon ein bisschen, weil der Fighter war, glaube ich, oder ist außerhalb des Kampfes relativ meh. Nicht so wie Also. den Archer hier, der Bogenschütze, der wenigstens noch Ja, Spuren kann, im Wald abgehen kann, oder irgendwie was Mage casten kann. allgemein. Ja, oder was casten, ne? Die Ja, können ja klar. auch Goodberry oder so casten, ne? Oder was weiß ich, Talk Ja. with Animals und so und Gut, sowas. aber wenn ich am Fighter denke, dann tut er aber auch wirklich nur fighten und einschüchtern. Oder ist seine Aufgabe. Und Sachen einbrechen. Ja, aber er hat, glaube ich, nicht die, also ich wüsste es jetzt nicht, dass es eine Subclass gibt, die wirklich die Tools dazu hat oder die Feats dazu hat, auch außerhalb vom Fight wirklich was zu tun, außer mit seinen Ability Scores an sich zu glänzen. Also der kriegt ja auch keinen Expert oder so was in dem Dreh, ne? Bin Also, ich zu wenig in den ja, nee, Subclasses drin oder sonst was? ich glaube schon, Aber kann gut dass sein, das der Fall ist. dass die nichts haben. Ich glaube schon, dass das der Fall ist. Naja, guck mal, was er jetzt noch Gut. bekommt. Now, this allows them, whenever they use their second wind as a bonus action to Warte, revive, they was war get das? tactical shift. Now, Tactical this Shift. allows them, whenever they use their second wind as a bonus action to regain hit points, to also move up to half their speed. Was ist denn das da? Without provoking opportunity attacks. We wanted fighters, as the Mhm. battlefield tacticians, to have a bit of an easier time moving around the battlefield, especially when they're in danger. And so that's why Ja. this is connected to Second Wind, that, those times where the fighter is like, uh-oh, we want the fighter to be able to tactically reposition themselves. Whether they need to do that to save themselves or move themselves into a better position to protect their allies, because some fighters are built as tanks, but then other fighters are built as archers, as skirmishers. Part of the beauty of the class is that you can build a fighter to fill many different tactical roles. Level 9, they get tactical master. You can see a theme here, since each of these new features has the word tactical in it. We have, tactical mind, tactical shift, and now tactical master. Tactical master at level 9 lets the fighter, whenever they are using a weapon and are using that weapon's mastery property, lets them replace that property when they strike with the weapon with the push, sap, or slow mastery properties, which basically means the fighter always, once they reach level 9, always has those three mastery properties in their pocket. And so whatever mastery property is on the weapon they're using, they always know, okay, if in a pinch I need one of those other three mastery properties, I can invoke it. And this is a replacement of a feature. Okay. Jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst.
Haben sie gesagt, dazu, was dazu verbraucht werden muss, oder können die das einfach? Die, normalerweise können die das einfach. Ach, ja, 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 ja. Aber, na gut, aber ich find's cool. Also, es hört sich auf jeden Fall so an. Und das finde ich nice, dass du deutlich mehr Funktionen und mehr Sachen hast, die du in deiner Runde quasi machen kannst. Weil ich bin immer ein großer Fan davon, wenn du so ganz viele Sachen hast, die du halt in einer Runde potenziell tun kannst. Also jetzt nicht, dass du die alle tun kannst, sondern dass du halt eine große Auswahl hast an Sachen, die du halt theoretisch machen kannst. Das finde ich immer sehr, sehr nice. Und du dann dir so, während die anderen halt dran sind, dir so überlegst, okay, das könnte ich jetzt so machen, das könnte ich jetzt so machen. Und hast halt die ganzen Optionen dazu und stehst nicht dort, wenn es zu deiner Runde kommt und sagst, jo, ich greife an. Das ist halt lame. Also das ist halt sehr simpel. Das ist halt simpel, das mag vielleicht auch einigen gefallen, definitiv, sage ich ja auch nicht. Aber ich finde halt, wenn du ein Fighter bist, dann willst du außerhalb von dem, ich hau mit meiner Waffe drauf, auch noch irgendwie so ein bisschen was haben, wo du halt was machen kannst. Weil wenn du zum Beispiel einen Mage oder so spielst, du hast ja alle Spells zur Verfügung, die du hast. Jeder Spell macht irgendwas anderes und du kannst zwischen den ganzen Spells unterscheiden, was du tun willst. Und als Fighter hast du es dann immer nur, ey, ich hau drauf. Was ich so richtig finde, du hast die wenigsten Möglichkeiten mit Fighter. Du bist nur für Fighter, um immer drauf zu, zweimal drauf zu kloppen. Mhm. Und trotzdem ist es einer der beliebtesten Klassen in D&D. Ja, weil mit den Subclasses, glaube ich, das kommt, wo du dann halt so ein bisschen auswählen kannst, wie zum Beispiel diesem, ich glaube, Battlemaster ist es, wo du dann diese Manöver bekommst. Mhm. Oder dann halt zusätzlich zu deinem, was du halt sonst machst, hast du diese Superiority Dice, wo du dann halt quasi Stuff machen kannst. Aber das ist halt im Base Fighter ist davon ja gar nichts enthalten so. Also du brauchst ja quasi deine Subclass. Oder deine Subclass muss solche Features für dich bereitstellen, damit du überhaupt was hast, was du nutzen kannst. So, und da bauen sie das ja, das ist ja, so wie es sich anhört, also das ist der Base Fighter, also quasi die normale Klasse, keine Subclass. Die ab Level 9 so einen Dings bekommt, was ich cool finde. Also, man sollte natürlich jetzt nicht das Ganze zu überladen, weil dann wird es auch wieder ein bisschen weird. Aber, sag ich mal, hinzugehen und zu sagen, okay, du kannst eine Weapon-Property anstatt der Property nutzen, die du gerade auf deiner Waffe hast, finde ich eigentlich nice. Finde ich cool. Ich glaube, nach all den Regeln wirklich eine anfängerfreundliche Klasse wird es mal geben. Weil so viel Shit, so viel Info, wie jede Klasse bekommt, wird echt viel. Ja, das kann natürlich passieren, dass es immer so anfängerfreundlich ist. Kommt halt auch dann wieder drauf an, wie detailreich sowas ist. Ne? Also, jo, du fängst ja auch als Anfänger nicht mit Level 9 an. Nee, aber bis jetzt konnte ich mal sagen, ich bin Papa, ich bin Fighter und du hast ausgesorgt. True, we experimented with in Unearthed Arcana that was allowing fighters to completely switch which mastery properties were on their weapons. We found that not only was that not super popular in the UA series, but it was also on the back end in our development creating a number of headaches for the system down the line. So that is no longer present. Instead, we felt both in our development and in our playtesting, it was far more preferable and fun to just give the fighter these three properties that the fighter could just say, nope, I'm going to use this one now, regardless of what the mastery property is on the weapon that I'm using. I, again, being obsessed with the Battlemaster, all of those weapon mastery abilities for those weapons can stack and layer on to your battle maneuvers all at the same time. Yes. So there are some really juicy combinations. If you're a Battlemaster, you're using a maneuver, you can use an additional effect from that weapon, and now you have this massive toolbox of combinations that you've never had before. Exactly. So the Battlemaster's mini game of deciding which maneuver to use at any point
just became an even more intricate minigame because you're figuring out which maneuver to use paired with which weapon mastery. If you want to like stack, you know, pushing an opponent a little bit with one of your maneuvers and then also stacking the weapon mastery to push an opponent even further, you can get up to some really nasty business. Oh, yeah. Yeah. At level 13, the fighter gets a feature that I've actually been wanting to give fighters for years called studied attacks. And this gives the fighter advantage on their next attack roll against a target if they miss them. With this idea, again, of fighters being the battlefield masters, like they're sizing up their opponent. Yeah. And you can imagine it, the fighter more than anyone else of like, well, I missed you this time, but I just figured out something about you. And so I'm gonna have a better chance of hitting you next time. Right. And you can see this sort of starting to snowball and can be a lot of fun. Fighters then at level 19 also get a new feature that all classes now get at level 19 that replaces the ability score improvement that they had at that level. And it is the Epic Boon feature. And this is the feature that unlocks for fighters, as well as every other class who gets this feature, the ability to choose an Epic Boon feat. Now, the fighter, like everyone else, also has the option of choosing a non-Epic Boon feat. Jetzt haben sie aber noch nicht gesagt, was diese Epic Boon feats sind. Da bin ich auch gespannt, was das wird. Wie OP dann ein Level 19er Charakter noch werden kann. Ja, wir reden aber auch von Level 19, oder? Das ja, ja, deswegen. Muss ja, das muss richtig reinhauen, ey. Das muss ja wirklich ein Power Spike geben. Ja, ja. Wenn man sowieso dann, Anführungszeichen, nur noch ein Level vor sich hat. Das ist ja 19, das ist ja. Wie oft hast du die Möglichkeit, einen 19er Charakter zu spielen? Wahrscheinlich nicht oft, beziehungsweise jetzt durch das Wechner-Ding. Ja, wenn du so eine Kampagne startest, aber selbst das wird ja lange dauern. Das wird ein bisschen dauern, das ist richtig, bis man Level 19 gehittet hat. Bei der anderen gefällt man schon. Dass man, wenn man Angriff verkacken tut, dann einfach Boni drauf geht im nächsten Ding. Ja, ich finde, das ist richtig gut überlegt. Also bis jetzt ist es richtig gut überlegt, was der Fighter darstellen soll. Das ja. Dass du wirklich da Tools bekommst, wo du im Fight einfach dieses Mastermind bist. Genau. Du bist derjenige, der den Fight leitet. Das ist das ist schon. Vorher hat er sich nicht abgehoben vom Barbar, einfach nur draufgehauen und jetzt. Genau. Und ja. Smart. Bin ich gespannt, was dann der Barbar alles, ne? Was der dann alles noch zusätzlich bekommt. Ich finde auch die Änderung ist alles viel angenehmer und hört sich gut an. Nicht so viel zu overpowered, finde ich. Wie die im Verhältnis zu den anderen. Zum Woke oder was auch immer. Ja, gut. Zum Rogue. Mit den Weapon Properties, meinst du? Ja. Ja gut, aber die kriegen die ja quasi noch oben drauf, weil ich glaube, der Fighter wird ja, einfach davon aus, der wird die meisten Weapon Properties besitzen können. Das haben sie ja erwähnt. Ne, die gibt. Und deswegen muss man halt gucken. Aber ich sehe es schon, auf jeden Fall, der wird definitiv komplexer. Also der wird nicht weniger komplex, gerade wenn du sagst, Battlemaster, wo du die Manöver hast. Und dazu kannst du noch die Weapon Properties nehmen. Das wird, ich jetzt nicht. Keine Klasse wird, glaube ich, ultra easy. Oder leicht zu verstehen. Aber gut, man muss auch sagen, es kommt ja erst auf späterem Level. Das heißt, selbst wenn du mit dem neu anfängst, den ganzen Shit hast du ja dann noch gar nicht. Und dann kommst du vielleicht trotzdem noch so ein bisschen einfacher in das Game rein. Bis dann der ganze Zeug quasi auf dich draufgelegt wird. Es kommt ja nach und nach erst. Das heißt, die Weapon Properties hast du direkt am Anfang dabei, aber dann hast du halt nur wenige und kannst dich dann die erstmal gewöhnen. Und dann später hinaus kriegst du halt das Ding dazu, okay, jetzt guck mal hier, wir haben hier noch drei weitere Weapon Properties, die du halt, egal welche Waffe du benutzt, benutzen kannst. Ich denke, das kann das nochmal ein bisschen rausnehmen, wenn das halt erst später kommt. Ja, aber das ist auch ein bisschen den DMs ans Herz gelegt.
geht nicht hin und tut mit einem Level, mit Neulingen hier eine Level 20er Dings machen, ne? Aber das, also, das sollte schon irgendwie alleine an sich Sinn machen. Aber. Nee. Wenn er das allererste Mal gegen die spielt, bitte. Direkt Level 20. Ja, instant. Der weiß dann direkt, was los ist. At this level. It's just like when you choose, or rather when you're given ability score improvement, you have the option of taking that or another feat. Same here with Epic Boon. But I think you're going to want to choose the Epic Boon feat, because the Epic Boon feats, they not only include an ability score increase in them, but that increase can go past the normal maximum of 20. Yeah. Mm-hmm. And they include abilities that really go beyond what feats can normally do. And there's a reason why these feats are not available until 19th level. Like one of them, just as an example, and it's particularly relevant to the fighter's interests, is one of the Epic Boon feats is called the Boon of Combat Prowess, which allows you, when you miss, to just decide you hit. And you can do this only once per... Fucking hell! Nee, ja, nicht wirklich! Uff, es gibt nicht nur Waffen, die dich trotzdem Damage machen lassen, dass wenn du fucking quasi das nicht hittest. Es gibt halt einfach auch noch ein fucking Feed, das dich einfach hitten lässt. Das ist krass. So, was hat er gesagt? Einmal pro Runde? Warte, einmal zurück. Just decide you hit. And you can do this only once per turn, but ja, nur. My goodness, is that good. Yeah. And the Epic Boon feeds, you know, there's another one where you now have true sight. Und das Problem ist halt mit dem Ding, ne? Du kriegst dann noch ein Ability Score Improvement, das über 20 geht. Das gibt's, glaube ich, today gar nicht. Das gibt's nicht. Das Feed. Mit dem den dicksten zwei Händer rumrennen und den Gegner anspucken. Einfach so ein plus 3 enchanteter Greatsword. Und du denkst ja einfach, guck mal. Ich kann dich jetzt damit pushen. Dann habe ich da noch ein Manöver drauf, das pusht dich nochmal. Und ich kann einfach sagen, das ist jetzt so, ne? Weil ich treffe dich ja. Dann huckt der dickste Tank vor dir mit deinem fetten Schild, denkt ja sicher. Dann machst du Klonk. Ja. Du denkst so, 30er Drache, 30er AC, denkt sich so, haha. Und der Fighter denkt sich dann auf, ja, du, fick dich halt, ne? Treff dich trotzdem. Ich hau dir dann halt meinen zwei Hände einfach ins Gesicht. Hat mit der Kombination, dann machst du einen Safe-Hit. Und wenn du nicht hittest, hast du halt zwei Hände, wo immer Damage machen. Ist halt, also, uff. Und vor allem, also, das komplett bastelt. Weil du kannst ja einfach entscheiden, dass du triffst. Das heißt, alles, was du mit diesem Angriff machen willst, wenn da irgendwelche Sachen dranhängen, wo du treffen musst, ja, das automatisch applied das. Du hast schon mal den Coinflip. Jetzt musst du ihn killen oder du stirbst. Nee. Okay, jetzt haben wir aber auch. Level 19. Jetzt haben wir aber auch unsere Antwort. Also, so macht man dann Level 19 auch noch stärker. Ja, ja, auf jeden Fall. Holy shit. Holt einfach den RNG weg. Uff. Und das bei so einem Würfelgame, ja. Ich habe aber jetzt so ein kleines Männchen im Hinterkopf, das mir zuruft und sagt, die wollen auch, dass man höher levelige Kampagnen dann spielt und dass man quasi in diese höheren Level reingeht, wenn man sowas bekommt. Mhm. Na? Gibt es überhaupt fertige Storys, die wirklich von 1 bis 20 da durchziehen? Ja, ja. Wegner? Ist ja jetzt. Ja, Wegner ist ja von Level 10 an. Man wirklich von Level 1 an und tusche ich von. Nicht 1 von Level 1, aber das Minimalste ist Level 5. Von Level 5 bis Level 20 ist der Dungeon of the Mad Mage.
ist quasi das Vording war die Kampagne, die Eva angefangen hat, mit dem, ja, wo wir im Waterdeep gestartet sind. Ja, ja, scheinbar. Mit dem Loch. Ja, ja, ja. Genau, das ist die Vorgeschichte. Die geht von 1 bis 5. Und dann kommt der Dungeon of the Mad Mage und der geht von 5 bis 20. Das ist aber auch noch die einzige andere, die ich kenne, die bis 20 geht. Danach wüsste ich jetzt kein Abenteuer, also zumindest kein offizielles Wizards of the Coast Abenteuer, das bis Level 20 geht. Außer Wegner. Aber das, also. Ja, gut. Ne, aber wie gesagt, das fängt dann halt ab Level 10 an. Also, ich kann mir dann gut vorstellen, dass die halt mehr solcher großen Abenteuer rausbringen wollen, die halt. Oder direkt High-Elo-Dinger. Oder, dass die mehr auf diese Modularität gehen, was sie jetzt in Vecna drin haben, weil in Vecna hast du ja eine relativ große Modularität in dem Modul selber, dass die darauf gehen, dass sie sagen, okay, wir haben hier einen Overall-Plot, aber jedes Chapter kann an sich für sich gespielt werden. Ne? Ah. Und dass du dann quasi sagst, okay, guck mal, wir haben hier ein ganz großes Modul. Ihr braucht nicht unbedingt das komplette Modul zu spielen. Ihr könnt euch auch Parts aus diesem Modul rausholen und die spielen. Das heißt, wenn du eine Level 19er Gruppe hast, nimmst du dir einfach quasi den Part aus dem Abenteuer raus und spielst den mit den Level 19er Gruppe. Dass sie quasi einfach immer sehr große Sachen machen und dann halt das modular gestalten. Was ich cool finde, aber da muss vielleicht noch ein bisschen, da muss vielleicht aber noch ein bisschen an diesem Plot gedreht werden, weil, also wie gesagt, das war auch viel Kritik an dem Wegner-Ding gewesen, dass halt sich der Plot nicht so hundertprozentig da durchzieht, weil du so viele so viele Modularitäten in diesem, in diesem Abenteuer drin hast. Genau, es ist dann halt auch schwierig. Wenn du die Möglichkeit hast, das, also ihren Vor- und Nachteil umschaltern. Genau, das ist halt schwierig. Aber ich hoffe halt, dass er dann trotzdem Abenteuer rausbringen, wo das halt Hand und, also wo das, sage ich jetzt einfach mal, Hand und Fuß hat. Hat es auch in dem Wegner-Abenteuer, meiner Meinung nach, hat es Hand und Fuß. Aber quasi, dass dann das komplette Abenteuer wie so einen schönen roten Faden da durchgezogen hast und dass du das halt nicht auseinanderpflücken kannst. Wie zum Beispiel jetzt gerade, weil wir ja auch spielen, Call of the Netherdeep. Das kannst du nicht auseinanderziehen. Wobei, maybe schon. Maybe schon. Du kannst halt die Städte an sich auseinanderziehen. Ich denke, jede Stadt für sich kann halt ein Abenteuer sein. Mhm. Wobei doch am Ende immer das Ganze in die komplette Story reingewoben ist. Also du müsstest ja, halt, gut. Du müsstest halt trotzdem Pieces davon nehmen und müsstest sie abändern. Also das würde halt so nicht gehen. Oder bist komplett auf Quack und musst deine eigene Story komplett aufmachen und so aufbauen. Genau. Oder du musst halt eine eigene Story machen, ja, das ist wohl wahr. Aber ist, also ich glaube auch, das machen die wenigsten. Also ich glaube, es gibt ein paar da draußen, die ihre eigenen D&D-Stories machen. Vielleicht machen es auch die meisten, weil sie sich nicht leisten können, so ein Modul zu kaufen. Das kann natürlich auch sein, weil du kannst ja, soweit ich weiß, auf D&D Beyond kannst du einfach kostenlos einen Account machen und hast die Basisregeln schon zumindest schon mal und kannst mit denen halt spielen. Aber, also ich glaube... Muss ich mal alles raussuchen. Ja, ich glaube halt auch, dass halt gerade neue DMs werden eher zu fertigen Abenteuern greifen und werden sich dort erstmal reinlesen. Und wenn sie das nicht machen, auch cool, auch fein, haben wir ja auch gemacht. Wir haben am Anfang sehr wenig vorgefertigte Abenteuer gemacht. Und haben halt eher uns selber Sachen ausgedacht. Was ich auch für den Anfang, denke ich, empfehlen würde, das so zu machen. Mhm. Aber dann später hinaus, es macht einfach mehr Sinn, was vorgefertigt zu holen und das vielleicht ein bisschen abzuändern, als was komplett eigenes komplett zu schreiben. Also deswegen. Mit einem guten ChatGPT hast du noch ganz andere Möglichkeiten, jetzt aber mal selber das zu ist auch wieder wahr. Ja, das ist auch wieder wahr. Weiter hier, bevor within a certain range, you can see anyone who's invisible, what their actual form truly is. You can see through illusions. Really powerful. Oh, two-sided boon. Another epic boon where when you take the attack action or the magic action, hey, you can also teleport. So you can see how these epic boons, once you reach level 19, can... Das mit dem Papa. Mit dem Papa Path of the World Tree. Und da bist du sowieso die ganze Zeit am Rumteleportieren und dann nimmst du noch diesen, dann nimmst du noch diesen Epic Boon, wo du dich dann noch mehr rumteleportieren kannst. Du blinkst einfach nur noch übers Fell
und hit es blinkst. So, alle Gegner einmal angehittet. 300 Feet von mir, weg von dir. Ja, ja, Port. Ja. Nice. So, Nachaufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und ich freue mich drüber. Dankeschön.